Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Runde im DFB-Pokal und damit unserer FIFA 15 Spieltagsprognose. Wir spielen VfR Aalen gegen 1899 Hoffenheim und mit Hoffenheim zu Gast in Aalen der Linie ist der Silber. Grüße! Boah, los geht's. Schon wieder die Arschkarte gezogen? Ja. Ich war schon wieder mit dem zweiten Bissen gegen den ersten Bissen. Komm, hast du bei eben gar nicht so schlecht geschlagen. Das stimmt, hat er gewonnen. Ja. Im fiktiven Elfmeterschnitt. Im Elfmeterschnittschnack-Schnitt. Im Elfmeterschnittschnack-Schnitt. Aber nichts. Beides gleich. Schuss erkriege ich vor, wie ich sehe. Ja, ich habe vergessen, ich werde nicht gucken. Ich wollte einfach den Zuschauern was bieten. Was war denn das? Los, Ali, renn! Das gibt nicht, der kann sich sogar durchsetzen. Ich glaube es nicht. Oh, und dann weiß ich jetzt wieder, dass es da drin ist. Das ist doch zum Kopf. Na klar. Und das reicht doch für dich. Nee, natürlich nicht. Das wäre ja unelfmeter. Ja, eigentlich hätte ich eben ja einen Elfmeter verdient gehabt. Ne? Da hat der Körper bloß. Das war hier ein bisschen. Doch ein bisschen suboptimal den Zweikampf gespielt. Nicht ruhig annehmen, direkt spielen. Alter! Ah, da kommt wieder die Zweitliga-Härte durch. Damit können die Hoffenheimer wieder nicht umgehen. Immer schön offensiven Fußball spielen, ohne dass sich jemand berührt. Na. Jetzt wollte ich es wissen, ne? Spiel doch gleich, Mann. Idiot. Ofosu Ali, Mensch, das ist der nächste Erfurter. Über den habe ich noch so eine Anekdote. Der Ofosu Ali, das ist hier dein, weiß ich nicht, irgendwo rechter Verteidiger, rechter Mittelfeldspieler. Der Typ ist hier Schmiedler, das ist sein 18. Lebensjahr. Und dort hat er sich dann entschieden, den Nachnamen seines Vaters anzunehmen. Und dann hieß er auf einmal Ofosu Ali. Ja, das war eine gute Entscheidung. Ach, na klar. Nimm noch runter. Legen wir am besten noch vor. Ah, ist das ein mieses Gebäude. Es ist schön, ist was anderes. Ah, ja. Also das ist auch so dieser Leistungsdruck, den du hast, wenn du mit einem Erstligisten gegen den Zweitligisten spielst. Das ist unschön. Wirklich, einfach nur unschön. Unschuld ist irgendwie auf die Kopfballschlage der zweiten Kiste. Im vorangegangenen Spiel als auch hier. Oh, ein Piste. Das ist doch zum Kotzen. Komm, Deck, hau ihn um. Das Aspekt ist, alle Kampfsteine müsste das eigentlich sofort machen. Ja, klar. Oh, nee. Ah, das ist schlecht. Ah, und für mich war kein Bock. Naja, das ist nicht. Ich tue es nicht. Ich glaube, Ruhe bekommt die gerade. Ja. Was bedeutet eigentlich dieses rote Element oben hinter dem Hoffenheim-Logo? Ach, weil er gerade eine rote Karte kriegt. Warum? Warum? Bitte. Alter, okay. Oh, nochmal schön auf die Wüste drüber. Und zwar mit beiden Schuhen. Ja. Find ich nicht ganz berechtigt. Also rot alles nicht. Ich weiß gar nicht, auf welcher Position spielt noch Willi? Macht er eine 6er oder macht er Abwehr bei dir? Frag mich doch nicht. Ich hab einfach alles so genau in Halbzeit. Genau, er hätte ja auch einfach eine Minute eher in die Halbzeit gehen können. Ja. Naja. Und dann will ich es alles wieder von dir, wenn die Halbzeit geht. Also Rudi spielt auf der linken Sechserposition für dich, so als Info. Okay. Muss ich nur gucken, wie ich das eventuell ausgleichen kann.
mit dem, was ich hier habe. Solange wie du noch einen Sechser stehen hast, also wenn die 4-2-3-1 spielen, dann kannst du es im Prinzip so lassen. Hast ja nach wie vor noch eine optimale Aufstellung. Ja, ist richtig. Da hast du ja immer noch einen vor der Abwehrkette. Ach, Mann. Ich überlege gerade, ob ich einen Schlüter in den Sturm stelle. Ah, meinst du, so ein echter Schlüter? Ah, mit einem weniger, das ist kacke. Was ist denn nur los? Ach mein. Ach, das ist schlecht. Das ist so schlecht. Oh, ich will nicht wieder Schnick-Knack-Knuck machen. Es war notwendig. Ja, ist richtig. Ist richtig. Aber du kriegst nur eine gelbe dafür. Das ist doch so beschissen. Das ist so beschissen, das gibt's nicht. Mach's doch Bart. Kennst du? Meine Freundin. Im Prinzip ist ja eigentlich viel mehr gestolpert. Ja, genau. Ach nee. Das ist ein riesen Frechheit, das gibt's. Das ist auch so tricky. Ja, kann man das mal ein bisschen gut machen. Ach, nicht viel. Ich wüsste gar nicht, dass der schießt. Den Teil. Ja, die Freistoßsteuerung ist nach wie vor noch ein Rätsel. Ja. Wäre auch gar kein Abseits gewesen. Sehr gut. Fängt das schon wieder an. Ich finde auch keinerlei Drücke mit diesem Scheißball. Ah, das. Oh, nee! Die Taktik! Was? Die Taktik, keine Ahnung, wie der heißt. Raus! Nein! Kriegst du doch nicht! Komm weg, das ist deiner! Bleib mal zu mir stehen! Nein! Nein! Alter! Oh. Na toll, die Waffe, das ist bei mir, wenn ich den Ball vorstelle. Der kann schon nicht mehr hier, gerade frisch gekommen. Schluss. In die Blöden. Ah, die hat das ein Elfmeter schon schnell schnucken. Ah, Abfahrt, mach noch eins. Mach noch eins. Ja, nochmal das gleiche Spiel. Verlängerung. Nein. Ich will jetzt auch nicht mal mit einer anderen Mannschaft spielen. Das wird jetzt ganz normal im Schnickschnack. Na dann. Du musst definitiv wieder hinlaufen. Na dann. Ich bin soweit. Du bist schon soweit? Ja, okay. Bin entschlossen.
Alles klar. Schnick, Schnack, Schnuck. Das war so klar. Es geht genauso gut wieder los. Aber unterm Strich dauert es trotzdem nicht so lange. Ich bin soweit. Gut. Schnick, Schnack, Schnuck. Sehr gut. Du hast schon wieder gewonnen. Auch vorher eines weiter. Ohne dass man sehen konnte, VfR Aalen hat jetzt im Elfmeterschießen gegen Hoffenheim gewonnen. Das ist ein Glühstrumpf. Das ist einfach so eine Prognose. Ja. Und dass ich für die Scheiße hier noch gelb gekriegt habe, also alles okay. Ja, ja, ich bin von vorne bis hinten beschissen worden. So wie die deutsche Nationalmannschaft im Handball. Das weiß ich nicht. Die sind ja gegen den Gastgeber rausgeflogen in einem Land, wo es Korruption gibt. Schön. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Gut, ja. Ich bedanke mich fürs Mitspielen und sage dann auf dem Weg Tschüssikowski und bis zum nächsten Spiel.